Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer. Die Regierungserklärung bringt uns im Kampf gegen Corona nicht weiter. Sie dient nur der Selbstdarstellung einer im Kampf gegen Corona wenig erfolgreichen Regierung. Zum Thema Corona fällt der Regierung nur das Wort Freiheitsbeschränkung ein. Zu der heutigen Sitzung muss weiterhin festgestellt werden, sie widerspricht den eigenen Empfehlungen der Regierung. Herr Ministerpräsident Hans hat ja gesagt, je weniger Kontakte, desto geringer wäre die Verbreitung des Virus. Das ist richtig. Und das sind ja hier Kontakte. Und ich denke, ein guter Grund, dass wir zusammenkommen heute, ist tatsächlich die Einbringung dieses Gesetzes gegen Corona in erster Lesung. Aber ansonsten, als Regierungserklärung, hätten wir das nicht gebraucht. Der Ministerpräsident hat einen Text vorgelesen, hier mehr oder weniger. Das hätte man genauso gut am Fernsehen machen können. Und wir hätten dann auch als Parlamentarier vielleicht schriftlich eine Erwiderung abgeben können. Dann hätte man diesen Aufwand hier mit Kontakten und mit Kosten und so weiter sich ersparen können. Das Wort hat der Abgeordnete Dörr. Es ist ja schon gesagt worden, dass die Regierung auch nicht in allem einig ist, aber die einzelnen Mitglieder, die Kritik ausgeübt haben, die haben schon Recht gehabt, der eine gegen den anderen, aber insgesamt hat die Regierung hier dann auch kein gutes Bild abgegeben. Mir ist nur wenig Zeit gegeben und aus diesem Grunde kann ich froh sein, dass mein Vorvorredner, der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes, Oskar Lafontaine, eigentlich eine schonungslose Regierungserklärung hier abgegeben hat. Er hat die Probleme dargelegt und er hat das richtig analysiert und die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und ich brauche das dann im Einzelnen nicht zu machen. Das erleichtert mir meine Aufgabe. Wenn man zurückschaut, wie es vorher war, wo wir herkommen, dann kommen folgende Schlagworte. Überstürzte Grenzschließungen, ohne Abstimmung mit den Nachbarn, übereilte Schulschließungen, Schließen von Betrieben und Gaststätten, Einstellung des gesamten Sport- und Kulturbetriebes. Und an dieser Stelle finde ich es auch richtig, da muss ich meinem Vorredner recht geben, wir können also Unterhaltung nicht mit Kultur gleichsetzen. Da ist ein großer Unterschied zu machen und unsere Museen und andere Kultureinrichtungen, die sind von Unterhaltungseinrichtungen strikter auch zu trennen. Die Folgen sind allen bekannt, einzig und allein die Schließung mancher Behörden haben keine so gravierenden Folgen gehabt. Vielleicht war es für manche ganz ordentlich, dass weniger Bürokratie gehandhabt wurde. Es ist hier von Vertrauen geredet worden. Das ist ein wichtiges Wort, und das ist ein wichtiger Begriff und das ist eine wichtige Sache. Vertrauen kann die Regierung nur erwerben, wenn sie lückenlos dafür sorgt, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird über die Umstände, über die Tatsachen, die mit Corona zusammenhängen. Und nicht eine erzieherische Aufgabe übernehmen oder eine tendenziöse Aufgabe übernehmen. Nein, sachlich aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen die Leute aufklären. Und dazu möchte ich auch noch was sagen, was sehr wichtig ist. Es ist meiner Ansicht nach grober Unsinn zu meinen, man könnte ein solches Problem deutschlandweit lösen oder auch nur saarlandweit lösen. Was man machen kann, ist die Rahmenbedingungen setzen. Da ist davon gesprochen worden, wie ist unser Gesundheitssystem? Wie stehen unsere Pflegerinnen und Pfleger da? 300.000 fehlen. Wie ist diese Situation? Das können wir auch bundesweit und landesweit regeln. Aber die einzelnen
Probleme, die entstehen nicht landesweit zum Beispiel, die entstehen nicht im ganzen Saarland, die entstehen irgendwo im Saarland, vielleicht in Hirzweiler. So, wer von der Regierung getraut sich jetzt hier zu sagen, dass er weiß, wie die Situation in Hirzweiler ist oder wie die Situation in Wallerfangen ist oder wie die Situation in Kleinblittersdorf ist? Ich nehme an, niemand. Das wissen nur die Leute dort vor Ort und Stelle. Und dort sind die Leute auch nicht dümmer als die Mitglieder der Regierung. Die wissen Bescheid. Oft sind sie ja auch beruflich dafür ausgebildet, sind Ärzte oder Lehrer oder irgendein anderer Beruf. Sie sind an Ort und Stelle, sie kennen die Situation. Und hier, denke ich, müsste die Information der Bevölkerung viel umfassender sein. Also ich kriege jetzt seit Monaten vom Gesundheitsministerium eine Information täglich über den Stand der Infektionen, aber das ist ja, wie gesagt, nicht so aussagekräftig. Am Schluss steht dann die Anzahl der Toten. Das kriege ich jeden Tag und ich lese es auch jeden Tag und ich habe auch die Entwicklung gesehen, aber die ist pauschal. Daraus kann ich keine Handlung ableiten. Niemand kann daraus eine Handlung ableiten. Das könnte man nur, wenn man zum Beispiel auf Stadt- und Gemeindeebene so informiert wird, als Grundlage. Und dann muss man auch wissen, was sind das für, so komisch das jetzt sich anhört, was sind das für Tote? Woran sind sie wirklich genau gestorben? Wie alt sind sie? Welche Krankheitsgeschichte haben sie gehabt? Nur dann kann man vor Ort genau sehen und abwägen, welche Maßnahmen notwendig sind. Das heißt also, ich denke, wenn wir sagen, wir müssen aus der Krise lernen, dann müssen wir daraus lernen, dass man nicht alles pauschal und einheitlich und gleichzeitig regeln kann, sondern dass man es den Umständen entsprechend vor Ort regeln muss. Und das heißt, in unserer jetzigen Situation, wir haben die Gesundheitsämter auf Kreisebene, in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern auf Kreisebene müssen die Städte und Gemeinden die vor Ort wichtigen Maßnahmen treffen. Und in dem Moment, wo die Bevölkerung weiß, wie es in ihrem Ort aussieht und dann vielleicht auch mitbestimmen kann, was in ihrem Ort vorgeschrieben wird, dann ist sie wahrscheinlich auch bereit, mitzuarbeiten und vielleicht auch noch den einen Schritt weiterzumachen, über Verbote hinaus selbst verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst sich zu verhalten. Was die Pflegekräfte betrifft, die uns jetzt fehlen, man muss ja sehen, welche sind die vordringlichen Probleme jetzt? Was brauchen wir? Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe aus dem vergangenen Geschehen, dann ist es ganz wichtig, dass wir Beatmungsplätze haben. Weil das ist der Punkt, wo die Gesamtgesellschaft nichts mehr machen kann, wo auch die Familie zu Hause nichts mehr machen kann. Der Patient ist im Krankenhaus, Intensivstation hat nicht gereicht, er muss jetzt beatmet werden. Und dann kommt es darauf an, sind die Beatmungsgeräte da oder sind sie nicht da? Und da haben wir es ja erlebt, dass in Frankreich man tatsächlich vor dieser Frage schon gestanden hat im Elsass, dass man aussuchen musste, wer kommt dran und wer kommt nicht dran. Eine entsetzliche Situation für einen Arzt. Und Gott sei Dank konnte ja geholfen werden, indem dann deutsche Krankenhäuser solche Patienten aufgenommen haben. Aber das ist wichtig, dass man diese Geräte vorhält. Aber das nutzt nichts, wenn wir die Geräte haben, aber wir haben die Leute nicht, die sie bedienen können. Das ist Nummer zwei. Wir brauchen also ärztliches Personal, gesundheitspolitisches oder wie ich das nennen soll, Personal. So, Pflegepersonal. Und da nutzt es nichts. Ich habe die Szenen gesehen, wo Leute an den Fenstern geklatscht haben und gejubelt haben über das Pflegepersonal, heldenhaftes Verhalten und so weiter und so fort. Darin im Moment ist das gut und das tut auch gut. Aber was gebraucht wird, ist eine dauerhafte
Schätzung, eine dauerhafte Schätzung dieser Leute. Und die drückt sich halt eben in der Bezahlung aus. Wenn ich jemanden schlecht bezahle, dann schätze ich ihn auch nicht. Das ist die Bezahlung, aber nicht nur die Bezahlung. Es ist auch die Situation am Arbeitsplatz. Das muss also als erstes, muss das sichergestellt werden. So, ich will noch ein paar Worte sagen zu dem, was der Hans so gesagt hat im Einzelnen. Da ist also von 346 Regionen, die schon rot bezeichnet werden können, bei 412 Regionen da. Weise ich da auf das nochmal hin, was ich eben gesagt habe. Also nach Regionen, das ist zu einfach. Nach Regionen kann man nicht vorgehen. Es muss viel enger gefasst werden. Dann Überlastung des Gesundheitswesens, ja. Aber woher kommt das? Das ist eine Aufgabe, die hätte man sich, Frau Merkel zum Beispiel, vor über 15 Jahren schon stellen können und hätte das auch zum Teil verwirklichen können in Verbindung mit den Landesregierungen. Dann hat der Ministerpräsident gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, dass er für Ratschläge dankbar ist. Also bisher haben wir von der Opposition, von der AfD ja schon eine Menge Vorschläge hier gemacht. Wir haben also nicht erlebt, dass die angenommen worden sind. Und ehrlich gesagt zweifle ich auch daran, dass das, was ich jetzt hier gesagt habe, was also die Aktion vor Ort betrifft, dass das wirklich in Angriff genommen wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Dann hat Herr Hans auch noch davon gesprochen, dass die große Mehrheit hier im Landtag halt eben diese Sache unterstützt. Das muss ich berichtigen. Also wenn vielleicht eine andere Fraktion da nicht mitmacht, also wir von der AfD, wir haben auch klar gesagt, dass wir mitmachen. Und dann kann man uns auch durchaus nennen, da kann man sagen, die Mitglieder dieses Parlaments, die stehen dahinter. Und vorher bei der Aufzählung haben wir gefehlt, wo alle Parteien aufgezählt wurden. Das ist korrekt. Da sind wir noch nicht so weit. Wir sind noch in keiner Regierung. Aber es war schon auch vielleicht auf uns gemeint, so ein bisschen gemünzt. Die sind ja die Außenseiter, die brauchen wir nicht extra hier zu nennen. Noch eine Bemerkung zu dem Gesetz, das eingebracht worden ist. Wir haben das bei uns in der Fraktion auch besprochen und wir liegen da auch auf der Seite, wir sind auf der Seite derer, die also eine größere Mitwirkung des Parlaments anmahnen und deshalb sind wir auch für dieses Gesetz, wenn auch es ein Ermächtigungsgesetz ist. Wir ermächtigen die Regierung, Verordnungen zu erlassen. Das ist ein Vertrauensvorschuss. Und wir hoffen doch stark, dass die Regierung dieses Vertrauen auch, dass dieses Vertrauen, diese Erwartungen auch erfüllt. Allerdings, und deshalb haben wir da auch gerne mitgemacht, hat ja das Parlament hat ja die Kontrolle, die letzte Kontrolle, weil die Regierung, wenn sie Verordnungen erlässt, sie zuerst einmal die Verhältnismäßigkeit im Auge haben muss, zweitens sind die nur auf 14 Tage begrenzt und drittens müssen diese Verordnungen sofort unverzüglich dem Parlament zur Kenntnis gebracht werden und das Parlament kann dann sofort per Gesetz diese Verordnung außer Kraft setzen. Das ist grob das Muster. Es ist hier schon richtig gesagt worden, die Ansicht sind wir auch, es wird ja in den Ausschuss gehen, in den Fachausschuss und es wird ja dann auch noch in vielleicht in anderen Ausschüssen oder in Gremien beraten werden. Es werden Fachleute angehört werden und wir werden uns ja dann in der nächsten oder übernächsten Parlamentssitzung mit dem Gesetz nochmal befassen. Das also dazu. Deshalb, wir stehen da voll dahinter, dass dieses Gesetz heute eingebracht und zuerst einmal angenommen wird und die Ausschüsse geschickt werden. Das Zweite ist, wir haben ja noch einen Antrag eingebracht, dass also die Gaststätten und Kultureinrichtungen und so weiter, dass die also durchaus geöffnet werden sollen. Da wird mein Kollege Rudolf Müller noch ein paar Worte dazu sagen. Ich möchte nur eins sagen. Der Ministerpräsident hat gesagt, es tut ihm furchtbar weh. Und der Herr
Thomason hat auch gesagt, es tut ihm weh, aber im Moment kann man nichts anderes machen. Also ich sage mal so, wenn es so weh tut und wenn die Schmerzen dann unerträglich werden, also mir tut es auch weh, ich habe nur keine Macht, das zu ändern. Wenn es so weh tut, dann bitte ändern Sie das, ändern Sie diese Verordnung, dass die Gaststätten öffnen können und die kulturellen Einrichtungen. Herzlichen Dank.